ist wieder Christian und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, bei dem ich euch heute ein Unboxing, aber auch einen kleinen Kurztest für eine neue Schutzhülle vom Samsung Galaxy Note 8 zeigen will, und zwar von dem britischen Unternehmen Tech21. Und wie ihr anhand dieses Intros bzw. natürlich auch an der Aufmachung dieser Verpackung sehen könnt, gestaltet sich das in diesem Falle etwas anders. Wie das Ganze dann aussieht, wie funktional die Schutzhülle ist, seht ihr aber natürlich in den folgenden Minuten meines Videos. Lasst uns damit auch schon dieses etwas außergewöhnliche Unboxing dieser neuen Premium-Schutzhülle für das Samsung Galaxy Note 8 starten. Und zwar von dem britischen Unternehmen Tech21 mit dem Slogan Protects Drop After Drop, was natürlich so viel bedeutet wie es wird euer Gerät schützen. In diesem Falle natürlich das Samsung Galaxy Note 8, egal wie oft ihr es runterfallen lasst. Und zu Beginn werfen wir natürlich erstmal einen ganz kurzen Blick auf diese ungewöhnliche Verpackung. Ungewöhnlich groß, in Schwarz gehalten, aber fairerweise muss ich sagen, leider nicht für euch bestimmt, das heißt nicht an den Endkunden gerichtet, sondern vielmehr an Kooperationspartner, die zum Beispiel Schutzhüllen bzw. Produkte von Tech21 vorstellen möchten. Nichtsdestotrotz zeige ich euch mal ganz kurz diese linke Verpackungsseite, denn dort gibt es eine Überraschung, nämlich einen Micro-USB-Anschluss, über den ich die Möglichkeit hatte, ein Video in diesen Deckel der Verpackung einzuspielen, was ihr natürlich schon am Anfang des Videos bzw. Intros gesehen habt. Und ich finde, dass das wirklich eine sehr, sehr schöne Präsentationsmöglichkeit ist, um eben Produkte von Tech21 für Kooperationspartner vorzustellen. Im unteren Bereich, und das ist natürlich auch viel wichtiger für euch, gibt es nochmals Hinweise, wie a, die Produkte entwickelt und auch getestet werden und b, aus welchem Material sie bestehen. Zum einen werden die Produkte getestet und auch entwickelt in Zusammenarbeit mit dem nationalen physikalischen Labor in Teddington, das liegt in England, und Tech21 gibt an, unter anderem in England bereits Marktführer zu sein, in Deutschland relativ neu, in den USA bereits auf Platz 2. Die Schutzhüllen von Tech21 bieten einen bis zu 350% höheren Schutz sowie einen Fallschutz aus bis zu 3 Metern. Das kommt dann allerdings auch auf die Schutzhülle an. Die Schutzhülle, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Pure Clear. Und über eine Schublade auf der rechten Seite kann ich dann auch die eigentliche Verpackung, die man dann auch im Geschäft findet, herausnehmen. Das ist also die Verpackung, die ihr auch vorfinden werdet. Und zwar hier die Schutzhülle Pure Clear zu einem Preispunkt von 39,95 €. Und damit werfen wir auch einen ersten Blick auf diese eigentliche Schutzhülle. Deckel auf, im Inneren findet man nochmals Hinweise, aus welchem Material die Schutzhülle gefertigt wurde oder besteht, nämlich zum einen aus einem Bullet Shield und zum anderen aus einem Hard Outer Shell. Das bedeutet aus zwei Materialien. Das eine ist etwas fester, das andere etwas weicher, so wie TPU. Und dieses Bullet Shield bietet euch natürlich einen Schutz, einen Rundumschutz um das Gerät vor Fallstürzen bzw. natürlich anderen Beschädigungen. Und auf der Rückseite der Verpackung haben wir nochmals Hinweise, welche Funktion oder Features diese Schutzhülle mit sich bringt, nämlich unter anderem einen UV-Schutz, das heißt, diese Schutzhülle vergilbt nicht, und einen Kratzschutz, das heißt, diese Schutzhülle ist auch nur erschwert zu verkratzen. Von daher wirklich ein sehr hochwertiges und vor allem auch Premium-Produkt, was wir uns jetzt erstmal anschauen werden. Ich nehme diese Schutzhülle heraus, wie gesagt, ein Fallschutz aus bis zu oder von bis zu 2 Metern und 50% leichter bzw. 50% dünner als die Konkurrenz. Ich lege das Ganze mal an, und zwar hier an das Note 8, relativ einfach. Ich gehe in irgendeine Ecke bzw. zwei Ecken, führe das ein, es klickt ganz kurz und dann ist auch die Schutzhülle schon angebracht, und wir werfen einen Blick auf die Funktion bzw. Aussparung dieser Schutzhülle. Auf der Rückseite habe ich natürlich erstmal großzügig die beiden Kameramodule ausgespart, zudem natürlich noch LED-Blitz und Fingerabdrucksensor. Das heißt, hier hat man wirklich keine Probleme mit, wenn man Fotos knipsen möchte. Da gibt es keine Reflexion oder dergleichen, das habe ich natürlich schon ausprobiert. Auf der rechten Seite gibt es dann den Power-Button, das heißt zum Ein- und Ausschalten. Und hier zeigt sich dann auch immer wieder, ob der Power-Button auch richtig positioniert wurde, beziehungsweise natürlich das entsprechende Gegenstück an der Schutzhülle, das passt auch alles. Im oberen Bereich haben wir dann die Aussparung für das zweite Mikrofon. Sehr großzügig, das Mikrofon sitzt wirklich komplett in der Mitte, das heißt die aktive Geräuschunterdrückung ist auch bei diesem Case ohne Probleme gewährleistet. Auf der linken Seite haben wir dann noch unter anderem die zweigeteilte Lautstärkewippe, den Bixby-Button, und im unteren Bereich natürlich noch verschiedene Aussparungen, unter anderem für das Headset, das heißt für den Kopfhörer,
USB Typ C, 3.1 Anschluss, Lautsprecher natürlich für die Musikwiedergabe und was natürlich auch ganz wichtig ist, natürlich das Hauptmerkmal von dem Samsung Galaxy Note 8, nämlich der S Pen. Und ihr seht, ich kann ganz einfach den S Pen hier rausziehen, das funktioniert ohne Probleme. Das heißt, die Aussparungen sind hier bei dieser Schutzhülle wirklich perfekt gearbeitet. Von daher gibt es dahingehend, was die Haptik und auch das Handling angeht, überhaupt keine Probleme. Ich nehme das Ganze nochmal ganz kurz ab. Ihr könnt sehen, das ist etwas fester hier im unteren Bereich. Das ist wie TPU, das heißt ein hochelastischer Kunststoff. Das ist etwas weicher. Und dieses Bullet Shield ist natürlich hier in diesen Rippen, sieht so ähnlich aus wie ein Skelett eingearbeitet. Das heißt hier diese Form und auch vor allem diese Verarbeitung bietet euch eben diesen Schutz aus bis zu 2 Metern beziehungsweise macht dieses Case 50% leichter und 50% dünner. Wie gesagt, Kostenpunkt 39,95 Euro gibt es natürlich fast überall zu kaufen. Ich gebe euch mal diesen Link unten in die Beschreibung, von daher schaut einfach mal vorbei. Ich finde, sie hat wirklich eine perfekte Passform. Was ich vielleicht noch vergessen habe, hier das Display sieht man auch sehr schön, ist etwas nach unten gesetzt, das heißt die Schutzhülle ist etwas höher gearbeitet, sodass es auch wirklich einen perfekten Schutz bietet, wenn ich das Teil mal auf das Display fallen lasse bzw. auf den Tisch lege. Das heißt, hier passiert wirklich gar nichts, hier verkratzt auch kein Display, das ist also wirklich perfekt verarbeitet. Und damit bin ich im Grunde genommen auch schon am Ende meines kurzen Unboxings und auch meines kurzen Testes dieser Schutzhülle von Tech21, nämlich Pure Clear, zu einem Preis von 39,95 Euro. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr Kommentare zu dieser Schutzhülle hinterlasst, meinen Kanal abonniert und auch diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns auch in den nächsten Videos wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.